Woher stammen Sie? Ich stamme aus Köln, habe ganz lange in Kiel in Schleswig-Holstein gelebt. Deshalb bin ich so eine Mischung aus rheinischer Frohnatur und norddeutschem Sturkopf. Wohin reisen Sie? Als nächstes reise ich nach Dubai, weil mir das in der Region noch fehlt und weil ich wissen will, wie rasant sich dieser Landstrich entwickelt. Wohin wollen Sie unbedingt? Ich will unbedingt noch nach Jordanien reisen. Das ist ein Land, das mir total unbekannt ist. Ich kenne die Region, aber nicht Jordanien. Und ich glaube, dass das kulturell, traditionell, aber auch mit den Belastungen, die das Land aushalten muss, eine ganz spannende Sache ist. Was kommt in den Koffer? In meinen Reisekoffer muss immer eine elektrische Zahnbürste und ein Bose-Kopfhörer, damit ich den Lärm im Flugzeug nicht höre. Und je nach Reiselänge 1-2 gute Krimis. Wer soll mitreisen? Ich würde wahnsinnig gerne mit Friede Springer verreisen, die ich überhaupt nicht kenne, sondern nur aus den Medien beobachte. Ich würde gern viel Zeit mit ihr verbringen, um zu lernen, wie man eine Traditionsbewahrung bei Axel Springer verbindet mit Innovation und Transformation in die digitale Welt. Ihre prägendste Station? Die prägendste Station meines Berufslebens waren die ersten 2 Jahre bei der Deutschen Bahn. Ich kam aus einer kleinen schleswig-holsteinischen Kanzlei in den Großkonzern Deutsche Bahn mit all seiner Komplexität, seinen tollen Leuten. Und ich musste wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel lernen, sich in so einem großen Umfeld zu bewegen, in so einem komplexen Umfeld. Und insofern hat mich das sehr, sehr geprägt. Ihr Lebensziel? Ich glaube, ich habe nicht so ein Karrierelebensziel, sondern ich glaube, mein Lebensziel ist mehr innere Ruhe und innere Gelassenheit. Daran fehlt es mir immer noch zu oft. Touri 2 Edition. Inspiration für Macher.